Ja, wir haben uns vor einiger Zeit die Tayamoni Reifensensoren zusätzlich an unser Wohnmobil dran gebaut und haben dann auch nach einer sehr heftigen Erfahrung gemerkt, wie wichtig die Dinger überhaupt sind. Ja, heute geht es einmal um diese Tayamoni Check Air. Das sind Reifensensoren, die wir fürs Wohnmobil gekauft haben, speziell fürs Wohnmobil. Von der Firma gibt es auch noch für PKWs und ähnliches halt Sensoren, aber wir brauchen halt die fürs Wohnmobil. Die Reifensensoren, habe ich am Anfang gedacht, die sind völliger Quatsch, was soll man denn da überhaupt mit? Speziell, ich habe eigentlich gedacht, gut, Reifendruck muss man mal wissen, aber ich hätte nicht gedacht, dass Reifendrucksensoren tatsächlich wichtiger sein können, als ich es mir vorstellen kann. Warum das so ist, werdet ihr später noch erfahren, denn die Dinge haben uns wirklich mal ganz kräftig den Hintern gerettet. Aber wie funktionieren die denn jetzt überhaupt? Das kann sogar ich euch erklären. Und zwar, diese Tayamoni haben vier Sensoren, die man auf die Ventile schraubt. Die Sensoren sind nummeriert von 1 bis 4. Vorne kommt dann 1 und 2 und hinten 3 und 4 drauf. Und das Ganze könnt ihr dann kontrollieren anhand dieses Monitors, der in die Heckscheibe geklebt wird. So, auf diesem Monitor könnt ihr die Barzahl ablesen und dann auf einem Knopfdruck halt auch noch die Temperatur. Und gerade die Temperatur in Verbindung mit der Barzahl, da komme ich gleich nochmal zu, denn das ist echt ein wichtiger Aspekt. Wenn ihr die müsst ihr auch noch kalibrieren mit dem Teil, das ist auch noch super fix. Aber wenn ihr die Reifen dann aufgefüllt habt, wir haben uns ein Set besorgt, wo auch noch ein Reifendruckkompressor bei war, bis 8 Bar heißt das, ne? Das heißt das Bar? Ja, das heißt Bar, nicht Millibar, Bar, ne? Ja, auf jeden Fall können wir unsere Reifen aufpumpen. Wir haben bis 5,5 Bar werden unsere Reifen aufgepumpt. Das ist so abgeklärt mit dem Reifenhändler und mit unserem Fahrzeug und so weiter. Und ja, dann hatten wir da kein Problem. Dieser Reifenkompressor wird mit den Krokodilsklemmen im Motorraum angeklemmt, sodass er seinen Strom bekommt. Das Kabel ist auch lang genug, sodass es bis nach hinten reicht. Und dann kann man nämlich ganz bequem die Reifen aufpumpen. Ist super laut, aber war völlig egal. Dieses Teil hat wirklich für das Aufpumpen der Reifen seine Sache getan und super gut getan. Das muss ich jetzt wirklich erwähnen, weil viele sagen immer, man braucht einen echt starken Kompressor. Das mag sein, aber für uns hat es ausgereicht für das, was wir brauchen, für das, was wir kontrollieren müssen. Ja, wenn ihr die Radkappen abgebaut habt, die Dinger dran und aufbefüllt habt, alles fertig habt, packt da wieder ein und dann könnt ihr diesen Monitor auch wieder ganz toll in der Windschutzscheibe befestigen. Ja, wir haben jetzt immer unsere Temperatur und auch die Barzahl voll im Blick und das ist uns auch super wichtig. Denn was uns passiert ist, ist einfach, als wir im August losgefahren sind zu unserer großen langen Europatour, haben wir das Fahrzeug erstmal noch zur Inspektion geschickt. Da wurde festgestellt, wir bräuchten dann zusätzlich auch noch neue Bremsklötze, weil die hätten nur noch 5000 Kilometer, aber da wir mehr als 5000 Kilometer fahren, haben wir die gleich mitgewechselt. Anschließend ging das Fahrzeug nochmal zum Reifenhändler und hat auch neue Goodyear-Reifen bekommen. Also wirklich Four Seasons gute Reifen und die auch wirklich für ein Wohnmobil geeignet sind. Ja, dann hatten wir aber das Bauchgefühl, wir sollten vielleicht mal lieber ein bisschen in der Nähe bleiben, um zu gucken, ob auch alles in Ordnung ist. Und das war auch gut so, denn wir kamen gerade mal bis nach Borken. Borken liegt gerade mal 60 Kilometer von uns. Wir sind innerhalb von 2 Tagen dahin gefahren, das heißt wirklich ducker, 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 ducker und haben uns eigentlich auch die Gegend angeguckt, weil wir haben von da aus schon, von der Abfahrt bei uns gesagt, wir fahren keine Autobahn, wir wollen uns entschleunigen, wir wollen über Land fahren. Das haben wir auch gemacht und das war gut so, bis wir dann in Borken ankamen und der Frank gemerkt hat, die Barzahl bei einem Reifen geht völlig hoch. Weil man kann an diesem Monitor auch ein Signal einstellen, wenn die Temperatur zu hoch geht. Die Temperatur liegt eingestellt bei 70 Grad. Normalerweise hat ein Reifen, wenn er gefahren hat
und auch mindestens 30 Minuten gefahren ist, ungefähr 60 Grad. Die können dann auch hochgehen und der Reifen hält auch 100 Grad aus. Also da haben wir uns auch schon mal vorher mit dem einfach durch Zufall erkundigt. Ja, das war einfach nur Zufall, weil wir die Dinger hatten und da haben wir zufällig drüber gesprochen. Ja, auf jeden Fall ist in Frank dann während der Fahrt aufgefallen, dass die Barzahl plötzlich über 6 Bar ging, 6,5 Bar ging. Das ist der Höchstwert, der bei uns eingestellt ist, damit wir halt merken, da ist was nicht in Ordnung. Ja, ein Reifen hat dann wirklich 6,5 Bar erreicht, 6,7 Bar, 7 Bar. Und dann hat der Frank einfach mal geistesgegenwärtig auf die Temperaturanzeige gedrückt und hat dann gesehen, dieser Reifen hat mittlerweile 87 Grad. Während alle anderen Reifen um die 70 Grad lagen. Und wenn diese Werte dann plötzlich so schwanken und so anders werden, dann sollte man sich schon mal Gedanken machen. Jo, dann haben wir auf einem Baumarktparkplatz gehalten, in Borken. Und haben erstmal geguckt, was ist mit dem Reifen los. Wir konnten den Reifen gar nicht in die Nähe kommen. Der war so heiß. Die ganze Felge war mega heiß. Und das haben wir nur gemerkt aufgrund wirklich dieses Teilchens. Wir hätten sonst nicht gemerkt. Wir haben eine Tür hier im Fahrzeug. Wir haben es auch nicht gerochen. Wir haben gar nichts gerochen. Auch draußen war wenig Geruch. Das heißt so gummiartig oder verschmort oder bremsen oder. Ja, man kennt das ja, das riecht ja plötzlich anders. Hier im Fahrzeug haben wir schon mal nichts gemerkt, weil die Reifen natürlich hinter der Tür sind. Konnte man noch gar nicht merken, aber draußen war auch nichts. Aber das Ding war super heiß, da hätte man wirklich sofort ein Spiegelei drauf braten können. Also habe ich natürlich sofort in unserer Werkstatt in Bochum angerufen und gefragt, Leute, was ist da passiert? Da kam nur keine Ahnung. Gut, wie soll man eine Ferndiagnose stellen? Aber uns dann gesagt, warum bloß nicht weiterfahren? Ja, der Witz war ja gut. Also das Letzte, was ich gemacht hatte, war weitergefahren. Das Ding war super heiß. Also ein Zeichen dafür, dass es nicht in Ordnung ist, wenn alle anderen Reifen völlig normal anfühlen. Die waren warm, aber ein völlig normales Gefühl. So, dann haben sie uns gesagt, okay, wir haben die Möglichkeit, entweder über den Renault-Service uns abschleppen zu lassen oder ob wir in der Nähe einen Renault-Händler haben. Gott sei Dank ist in Borken ein Renault-Händler gewesen. Und der war super nett. Also richtig klasse. Wir kamen ja gerade aus der Inspektion, wir haben alle Unterlagen dabei gehabt, haben wir ihn erklärt und ob er mal gucken könnte. Ja, Problem war einfach, diese Hebebühne, die war bloß bis 4,5 Tonnen ausgelegt. Und die Höhe hat gerade gepasst. Aber wir sind 4,05 Tonnen, also sind etwas über 4 Tonnen. Und hat da gesagt, okay, ich packe euch da mal drauf, weil das ist jetzt wichtig. Und ich fahre euch da mal hoch. Und dann hat er gesehen, dass die Bremsscheiben durchgeglüht sind. So, ja. Durchgeglühte Bremsscheiben. Ich natürlich sofort gefragt, kann das ein Einbaufehler sein? Ja, Leute, die reißen sich doch nicht gegenseitig die Augen aus, ne? Nein, er sagte, kann sein, muss nicht sein, man muss es auseinanderbauen und dann muss man das wirklich begutachten, ob es so ist und so weiter und so fort. Ich hatte ein Bauchgefühl, dass es ein Einbaufehler ist. Reifen waren neu, Bremsklötze waren neu und plötzlich ist dieser Schaden da. Also das ist so ein logisches Ding, das ist so ein Bauchgefühl. Also haben wir gefragt, was machen wir jetzt? Er konnte uns jetzt nicht auf der Schnelle helfen, weil er sagte, ich habe nicht die Möglichkeit, euch hier länger oben zu halten. Unsere Werkstatt ist dafür nicht ausgelegt und ich habe auch die Materialien nicht. Aufgrund dessen, da wir das gut kontrollieren können, hat er uns gesagt, sollen wir langsam zurückfahren. Es ist auch nur 60 Kilometer, wenn was ist, am Standstreifen fahren, abkühlen lassen, warten und weiterfahren. Okay, wir sind dann zurück nach Bochum und es war unterwegs nix. Temperatur normal, Barzahl normal. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Werkstatt hat das repariert. Wir haben neue Bremsscheiben bekommen und wir konnten danach auch weiterfahren. Wichtig ist mir dabei, bei der ganzen wilden Story, so ein Teil hat uns da den Hintern gerettet, muss ich wirklich sagen. Dieses technische Know-how, also nicht auch schon zu wissen, wenn ein Reifen mal aus der Spur schlägt, sag ich mal. Ja, wenn ein Reifen plötzlich die Barzahl verliert, dann weiß man, hat einen schleichenden Plattfuß. Ist einfach so. Und das ist Sachen, die mir wichtig waren. Und jetzt konnten wir dann auch sehen, mit dem Reifen war nicht was
etwas nicht in Ordnung. Der hat keinen Plattfuß gehabt, aber die Bremsen waren nicht in Ordnung. Das haben wir dann natürlich an der Temperatur gesehen. Und dazu finde ich halt solche Spielereien, überflüssige Spielereien, wie ich es vorher bezeichnet habe, super sinnvoll. Und ich sehe das Dingen auch jetzt mittlerweile ganz anders. Und ja, man sollte mal darüber nachdenken, ob man nicht doch, falls man nicht schon irgendwas eingebaut hat, vom technischen Equipment, ob man dann nicht sagt, okay, wir machen was. Wir holen die Dinger. Wir haben die jetzt seit, wir hatten 2019 haben wir die jetzt dran. Und bis jetzt ist Gott sei Dank nie was passiert. Und wir konnten auch immer sehen, ja, wenn wir also so auf den Blick sehen, sage ich jetzt mal, weil das Ding ja in der Scheibe hängt, konnten wir auch immer sehen, ey komm, jetzt muss mal wieder Zeit, wir müssen mal wieder anhalten, wir müssen mal wieder die Reifen aufpumpen und so weiter. Auch wenn man das immer kontrollieren muss, aber seien wir doch mal ehrlich, das ist doch eine Sache, wo jeder so zwischendurch mal sagt, können wir morgen machen. Ja, eine wichtige Sache, Reifen sind immer wichtig, lege ich auch mal Priorität drauf. Aber wenn es darum geht, den Reifendruck zu prüfen, bin ich auch eher ein bisschen schlampig. Ja, Asche auf mein Haupt, aber ich bin da ehrlich. Und ich bin auch ehrlich, wo ich sage, kann ich empfehlen. Ob es für euch jetzt auch die Tayamoni sind, keine Ahnung. Ich verlinke die euch einfach mal in der Beschreibung. Ich habe davon nichts, wenn ich euch das jetzt empfehle. Ich kann euch nur empfehlen, was wir haben, womit wir zufrieden sind und was wir halt euch auch mal so als Tipp auf den Weg geben, weil es eine reine Empfehlung. Ja, bitte. Nur eine reine Empfehlung. Aber eure Erfahrung interessiert mich natürlich auch wieder. Ich bin auch so ein technischer Nerd. Nein, null Nerd. Ich bin gar kein Nerd, ich kann das nicht. Aber die kenne ich. So, habt ihr sowas? Habt ihr überlegt, mal sowas einzubauen? Oder findet ihr das überflüssig? Oder habt ihr schlechte Erfahrung gemacht? Keine Ahnung. Macht doch mal die Kommentare, weil mich interessiert das wirklich, ob ja, ich da vielleicht nur so denke oder ob andere auch so denken. Aber ansonsten wünsche ich euch immer eine unfallfreie Fahrt. Nicht die Erfahrung, die wir gemacht haben mit den Bremsen, sondern wirklich tolle Fahrten, abenteuerliche Fahrten, wunderschöne Erinnerungen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.